Das bin ich, Tino Böttcher, und ich möchte wissen, wie die vergangenen 30 Jahre die Menschen hier in Mitteldeutschland verändert haben. Dieses Foto hier wurde im Herbst 89 aufgenommen, also wenige Wochen bevor die Mauer fiel. Ich war damals gerade mal 6 Jahre alt, kann mich klar an so ein paar Sachen zwar noch erinnern, zum Beispiel wie ich Jungpionier geworden bin, als einer der Letzten in der DDR, aber von der aufregenden Wendezeit selbst habe ich gar nicht so viel mitbekommen. Heute bin ich Journalist und möchte wissen, wie das eigentlich damals war, wie die Menschen hier im Osten diese Zeit erlebt haben, wovon sie geträumt haben und was aus diesen Träumen geworden ist. Dafür habe ich recherchiert und ganz verschiedene Menschen getroffen, Menschen, die ihre Träume mit uns teilen wollen. Mit dabei eine der Sportikonen der DDR, ein politisch engagierter Musiker, Menschen, die von der Wende enttäuscht wurden, aber auch Unternehmer, die mit der Wiedervereinigung die neuen Chancen nutzen konnten. Und den Anfang, den machen wir in der Stadt, in der ich aufgewachsen bin, im sächsischen Liechtenstein. Hier feiert der Musikverein Liechtenstein mit Bier, Bratwurst und Blasmusik. In der DDR gehörte das Jugendblasorchester zum VEB Nickelhütte St. Egidien. Doch als dieser abgewickelt wurde, hatte das Orchester plötzlich keine musikalische Heimat mehr. Heute möchte ich von Vorstand Mario Müller wissen, wie die Musiker ihren Verein über die Wende gebracht haben. Was war denn so die größte Herausforderung, die Sie damals zu bewältigen hatten? Ja, ein Musikverein oder ein Orchester braucht ja Auftritte. Und davon lebt ja ein Orchester. Und wir hatten damals, ich kann mich erinnern, unsere erste Frage an die Liechtensteiner Stadtverwaltung war, können wir einen Telefonanschluss haben? Und wenn es nur ein paar Stunden ist, aber können wir überhaupt einen haben? Wir hatten kein eigenes Vereinsheim, aber wir wollten ein Telefon. Und ich kann mich noch daran erinnern an die Gesichter der Stadtverwaltungsmitarbeiter, die gesagt haben, ja, es gibt es Wichtigeres, als für euch ein Telefon zu besorgen. Aber für uns war das essentiell. Wo sollen sich Veranstalter melden? Wo soll jemand Kontakt aufnehmen mit uns? Und einen Auftritt vereinbaren. Das war für uns ganz, ganz, ganz wichtig. Warum haben Sie sich diesen Stress überhaupt angetan? Weil ich meine, damals gab es ja wahrscheinlich auch noch wichtigere Dinge zu lösen damals. Ja, es gab Wichtigeres, das stimmt. Also es hat eigentlich so gut wie jeder erstmal in dieser Zeit versucht, irgendwie an sich selber zu denken. Erstmal geschaut, wie kann ich mich beruflich verändern? Wie muss ich mich jetzt in der Zukunft mit den Themen auseinandersetzen, die uns bevorstehen? Aber das ist eigentlich das schönste Geschenk, wenn man es geschafft hat, einen Klangkörper mitzugründen, mitzuformen, wo sich so viele Generationen wohlfühlen. Heute spielen in dem Orchester mehr als 100 aktive Musiker in unterschiedlichen Formationen. Für die Liechtensteiner Musiker begann mit der Wiedervereinigung eine neue Ära. Und ich bin sehr gespannt auf weitere Geschichten aus der Wendezeit. Also begleiten Sie mich doch auf meiner Reise durch ein verändertes Land. Und lernen Sie mit mir Leute kennen, die ebenfalls Träume hatten. Träume, von denen sich einige erfüllt haben, andere dagegen nicht. Meine nächste Station ist Leipzig, einer der bedeutendsten Schauplätze der friedlichen Revolution. Hier am Leipziger Innenstadtring sind damals im Herbst 89 zigtausende Menschen auf die Straße gegangen, haben friedlich demonstriert und damit die Weichen gestellt für den Fall der Mauer und für ein vereintes Deutschland. Und direkt um die Ecke treffe ich jetzt einen Mann, der hat eine ziemlich interessante Karriere hingelegt, die ohne die Wiedervereinigung so nicht möglich gewesen wäre, nämlich vom Kellner zum Moderator. Das ist Jens Röseler, ein Musikfan, den ich in seinem Lieblingsladen treffe. Herr Röseler, ich grüße Sie. Hallo. Hallo. Na, schon was gefunden? Ja, ich habe schon was gefunden. Was suchen Sie denn genau? Also ich suche immer Sachen, die ich natürlich noch nicht habe. Und da ich schon sehr viel habe, muss ich lange suchen. Und wissen Sie was? Aha. Ich habe meine allererste CD gefunden. Das hier ist es. Die Beastie Boys. Ja. Die habe ich ehrlich gesagt nicht. Ich verrate jetzt auch, wenn wir schon mal so schön zusammenstehen, welches meine allererste war. Das war mal ein Talking. Ist okay. Für die 80er Jahre ist das echt okay. Kann man machen. Wie schwierig war es für Sie, an Musik ranzukommen, speziell eben auch an Musik aus dem Westen? Also ich habe den typischen Mitschnitt hinter mir. Heißt also, mich zu Hause hinsetzen, immer warten, dass der Moderator nicht viel sagt. Der Anfang vom Song war weg, das Ende meistens auch, weil eine andere Blende dann kam oder so. Ja, und am Ende der DDR-Zeit, so sagen wir 1987, 88, gab es auch schon die Chance, solche schicken Ton
CD-Träger hier in Silber zu bekommen und so 250, manchmal auch 300 Mark, je nachdem, was eben auf der CD drauf war, wie beliebt die dann hier war. 300 Mark für eine CD, das ist für damalige Verhältnisse ein halbes Vermögen gewesen. Ein halber Monatslohn. Woher haben Sie das Geld genommen? Ich habe in der DDR im Speisewagen gearbeitet und das war ein Job, sag ich mal, der sehr beliebt war, weil man da auch schön mit gewissen mathematischen Fähigkeiten sehr, sehr viel verdienen konnte. Genau. Ach, und das ist das wunderschöne große Gästereich. Und das ist ja fast wie eine Zeitreise hier, oder? Wenn man hier reinkommt, wow. Muss aber gleich eines zugeben, so toll, wie es hier eingedeckt war, war es bei uns in aller Regel nicht, ne? Ja, so hat sich das damals also angehört, Ende der 80er Jahre, hier im Speisewagen. Genau, das war Mezzoforte mit Gartenparty, ist bei mir damals oft gelaufen, ja. Tolles Stück. Da arbeitet also hier Ende der 80er Jahre ein 20-jähriger musikbegeisterter Jens Röseler in diesem Wagen mit einem Haufen Musik zu Hause, Kassetten, dazu noch CDs, mit denen er dann hier was veranstaltet? Mit den Kassetten hat er hier Diskothek gemacht. Das heißt also Titel gestartet, angesagt, Happy Children aus den 80ern, Italo Disco. Die Leute haben erstmal ein bisschen komisch geguckt, haben tatsächlich am Ende wirklich auch getanzt. Und dann geht der Ober tatsächlich auf Sendung. Sie wurden echter Radiomoderator. Die ersten Jobs waren Diskotheken. In großen Hotels, die es damals ja noch gab, habe ich dann Diskotheken gemacht. Dann habe ich einen getroffen, der eine Werbeagentur hatte. Und der hat für Radiosender auch Werbespots gebucht. Und der hat mich ein paar Spots sprechen lassen. Und hat mir dann eine Karte gegeben, da stand einfach drauf, nächste Woche Freitag ist Casting für einen Leipziger Radiosender, der neu an den Start geht. Da bin ich hingegangen und die haben mich tatsächlich genommen. Wie verdienen Sie sich denn jetzt die Brötchen oder in Ihrem Fall die CDs? Das erste Standbein ist, dass ich Bücher schreibe, bin Buchautor, schreibe über diese Zeit damals auch in Romanform verschiedene Dinge. Das zweite ist, ich gebe Rhetoriktrainings und das dritte ist, ich beschäftige mich immer noch mit Tonträgern, genau wie 1986. Das wird man irgendwie nie mehr los. Sie haben gesagt, Sie würden gern wieder moderieren, Herr Röseler. Auf dieser Kassette hier ist ein Song von meinem nächsten Gesprächspartner. Dann geben Sie uns doch gleich mal eine Kostprobe von Ihrem Können. Das mache ich natürlich sehr, sehr gern. Jetzt, was richtig gut ist im MDR-Fernsehen, nämlich Falkenberg mit seinem Stück Osten 3.1. Ich wünsche gute Unterhaltung. Ich fahre von Leipzig nach Halle, denn hier lebt Falkenberg. Bekannt als ehemaliger Frontmann der Sternkombo Meißen, aber auch durch seine Soloprojekte. Ich bin im Osten geboren, wo er tief und dreckig ist, unter der Milchglassonne. Da, wo der Staub sich durch die Falkenberg ist ein politischer Musiker, für den die Wende ein Befreiungsschlag war. Und ich bin gespannt, welche Themen ihn 30 Jahre später noch bewegen. Er hat mich an den Rand von Halle in die Natur eingeladen, zu einem Interview auf der Picknickdecke. Servus, hallo. Hallo. Die Wanderung hat sich gelohnt. Was ist denn das für ein wunderbares Fleckchen Erde? Das ist mein Ort der Ruhe, also und der Abgeschiedenheit. Also das ist mein Rückzugsort. In der Ruhe kommen natürlich auch die Gedanken, beziehungsweise man kann Sachen weiterdenken. Hier kann ich betrachten und einfach auch nichts machen. Die Mauer fällt. Was waren Ihre Gedanken, Wünsche, Erwartungen? Erstmal reisen. Das war wirklich der erste Gedanke. Also noch vor, ich mache jetzt ein neues Album, was gesamtdeutsch veröffentlicht wird und so, das hat gar keine Rolle gespielt. Das erste Ziel war Irland. Und das war genauso, wie ich es mir vorgestellt habe, so hier. Und da wollte ich unbedingt hin. Jetzt markiert die Wende ja für viele Menschen eine Zäsur. Ne? Viele Träume, Wünsche sind eben nicht in Erfüllung gegangen. Was ist da vielleicht aus Ihrer Sicht auch versäumt worden, speziell in den ersten Jahren? Na, ich glaube, dass das nicht Träume und Wünsche nicht erfüllt wurden, sondern dass Versprechen nicht eingelöst wurden. Also es gab ja das große Versprechen, dass ab jetzt alles viel besser wird, auch für die Leute und so. Und es gab, glaube ich, letztes Jahr die Erhebung, wie viele Menschen mit ostdeutscher Biografie zum Beispiel in führenden Stellungen sind. Also zum Beispiel beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in DAX-Unternehmen und so weiter und so fort. Die kann man an einer Hand abzählen. Sie sind ein sehr politischer Künstler, der politische, gesellschaftskritische Themen bearbeitet. Würden Sie sich das auch von Ihren Künstlerkollegen mehr wünschen? Mein Kampfslogan ist ja, Kunst ist immer politisch, alles andere ist Dienstleistung. Und man muss sich einfach entscheiden, ist man Dienstleister oder ist man Künstler. In anderen europäischen Ländern ist es viel stärker, dass man sich, also ob das Film ist, ob das Musik ist, ob das Literatur ist, viel mehr politisch auseinandersetzt mit dem, was ist. Wohin ist unsere Empathie verschwunden? Wohin ist unsere Solidarität verschwunden für die Schwächeren? Dass die in prekären Situationen leben müssen, warum leben die so weit von denen, die mehr haben?
wenn die zusammenwohnen würden, gäbe es doch mehr Verständnis und eine Solidarisierung, weil man einfach auch ein Gefühl kriegt für das Leben des anderen. Aber wir driften immer mehr auseinander. Menschen auf Brücken halten fremde Schultern, mein Leben in die Stille, in einem Moment der Aufmerksamkeit. Es ist ein sehr starkes Bild, dass wir natürlich über den Fluss der Zeit uns begegnen. Und wir können uns entscheiden, ob wir etwas zusammentun oder ob wir aneinander vorbeigehen oder ob wir uns töten oder ob wir uns ignorieren oder sonst was. Das alles können wir auf dieser Brücke, die über dem Fluss der Zeit, die wir ja bauen können. Dass wir die Wahl haben auf der Brücke, was machen wir? Gehen wir aneinander vorbei oder geben wir uns die Hände? Die Hände geben ist das bessere Bild, auf jeden Fall. Dankeschön. Solidarität, Empathie, um diese Themen geht es auch bei meiner nächsten Gesprächspartnerin, Hannelore Griebsch aus Dessau-Roßlau. Sie ist eine der Frauen, die in der DDR geschieden wurden und die heute von Altersarmut bedroht sind und mit einer geringen Rente auskommen müssen. Wenn es vielleicht ein anderer Job wäre, wäre es vielleicht netter, aber ich schäme mich nicht dessen. Ich mache es gerne, das sind hier 90 Quadratmeter. Und das mache ich die Woche zweimal. Sie sind ja schon seit einigen Jahren Rentnerin. Trotzdem müssen Sie noch arbeiten gehen. Ja. Was ist denn Ihre ganz persönliche Geschichte? Ich bin zu DDR-Zeiten geschieden worden. 1967 alleinstehend dann gewesen mit drei Kindern. War nie arbeitslos. Ja, alles bestreiten von einer Rente bleibt unter dem Schnitt. Also keine 400 Euro zum Leben. Für Frauen, die in der DDR geschieden wurden, war die Wende ein finanzieller Verlust, denn einige Besonderheiten des DDR-Rentenrechts wurden bei der Wiedervereinigung nicht berücksichtigt. So hatte es zum Beispiel in der DDR keine Auswirkungen auf die Rente, wenn Frauen für die Kindererziehung eine Weile aussetzten. Doch im vereinten Deutschland wurde der Versorgungsausgleich, der im Westen seit 1977 galt, den geschiedenen DDR-Frauen verwehrt. Wir sind arbeiten gegangen, wir haben uns um unsere Familien gekümmert, wir haben unsere Kinder großgezogen. Unsere Kinder sind fleißige Beitragszahler in den letzten 30 Jahren, von denen ich aber nicht partizipieren kann. Der Staat, die Regierung setzt auf biologische Lösungen. Für mich ist das so. Wir Frauen liegen unserem Staat bis jetzt noch nicht, wie man so schön sagt, auf der Tasche. Auch das muss gesagt werden und es gibt nur zwei Lösungen. Entweder monatlichen Obolus, genau. Ich sage mal eine Summe von 250 Euro oder eine einmalige, wie sagt man dazu, Entschädigung von 10.000 Euro. Von 800.000 Betroffenen leben heute nur noch rund 300.000 Frauen. Und sie wollen die gleichen Leistungen wie geschiedene Frauen aus dem Westen. Können Sie ungefähr beziffern, wie viel Geld Sie dadurch verloren haben, sage ich mal? Ich gehe von 250 Euro im Monat aus. Das wären im einen Jahr 3.000, in zehn Jahren 30.000, in 30 Jahren 90.000, die uns allen verloren gegangen sind von 250 Euro. Ein ganz persönliches Rechenbeispiel von Frau Griebsch in einem Streit über verlorene Rentenpunkte. Inwiefern fühlen Sie sich da vielleicht auch ein Stück weit als ein Verlierer der Wiedervereinigung? Was ist denn das für eine Wiedervereinigung, wenn es nur für bestimmte Leute eine Wiedervereinigung gibt? Und die anderen, ich sage mal, steht der Ossi, hat der immer nur noch die Arschkarte? Selbst der Frauenrechtsausschuss der Vereinten Nationen hat bestätigt, dass den Frauen eine Entschädigung zusteht. Die Bundesregierung aber hat im Mai alle Anträge dazu abgelehnt. Soziale Ungerechtigkeiten zu beseitigen, das ist auch ein Ziel meines nächsten Gesprächspartners in Erfurt. Olaf Möller, Gründungsmitglied der Grünen in Thüringen und heute Staatssekretär im Thüringer Umweltministerium. Ein Politiker durch und durch und einer, der nicht nur am Schreibtisch sitzt, denn nebenbei betreibt Olaf Möller einen Bio-Bauernhof. Enten und Hühner füttern, aufs Feld rausfahren, Stall ausmisten, all das erledigt er zwischen Presseterminen, Verbandssitzungen und Kabinettsbesprechungen. Wie erleben Sie denn aktuell die politische Stimmung hier in Thüringen oder generell in Deutschland? Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, so Wendeträume. Ich habe nicht gedacht, dass dieser Kapitalismus, sag ich mal,
so egoistisch ist. Also dass er auch die Leute zum Egoismus treibt. Also dass eigentlich jeder nur noch macht doch, was ihr wollt, aber Hauptsache nicht bei mir. Ne? Das ist ja so eine sehr verbreitete, man hat sich dann irgendwie sein Eigenheim geschaffen und dann sitze ich auf meiner Terrasse und dann will ich nicht auf so ein Windrad gucken. Ne? Also der Egoismus, glaube ich, hat auch zugenommen. Auf so einem Bauernhof muss man anpacken. Und so darf auch ich gleich mitmachen beim Füttern. Seine Erfahrungen als Landwirt verschaffen Olaf Möller übrigens auch als Politiker Respekt. Naja, wenn man zum Beispiel dann auf so einer Veranstaltung ist vom Bauernverband, da sitzen die ganzen Agrarfunktionäre, sage ich mal. Und wenn ich dann sage, ja, ich habe heute früh schon Schweine gefüttert, ja, und wer noch hier? Und dann gehen die Blicke nach unten, ja. Insofern, das wird schon anerkannt. Inwiefern bringt das vielleicht auch Vorteile, wenn man sich als Politiker mit Umweltthemen viel beschäftigt, wenn man dann eben auch selber Landwirt ist? Ich glaube, das bringt sehr viel. Also das fängt an bei der ganzen Bürokratie, der man natürlich ausgesetzt ist als Landwirt. Ich sag mal, wer nicht selber mal so einen Antrag ausgefüllt hat mit über 30 Seiten, glaube ich, für diese einfache Betriebsprämie, der kann da einfach nicht mitreden. Ja? Also das ist jedes Mal eine Wissenschaft für sich. Wie hat sich denn aus Ihrer Sicht so das Umweltbewusstsein, das Bewusstsein eben auch für all das, was Landwirtschaft zum Beispiel betrifft, in den vergangenen 25, 30 Jahren eben seit dem Mauerfall auch verändert? Also die Leute wollen eine andere Landwirtschaft, weil sie merken, dass das, was an vielen Stellen da immer noch passiert, wirklich keine Zukunft hat. Und die Leute wollen Nahrungsmittel ohne Pestizidrückstände, ohne Antibiotikarückstände und so. Das Bewusstsein ist deutlich gewachsen. Inwiefern gibt es denn Themen, die Sie vor 30 Jahren schon besonders beschäftigt haben und die auch heute noch aktuell sind? Ja, das Thema Umweltschutz ist nach wie vor ein großes Thema, auch für mich persönlich. So, ne? Also in vieler Hinsicht. Man redet natürlich auch gegen diesen Egoismus an. Ne? Man sagt, Leute, ihr könnt nicht nur euren Vorgarten sehen, ne? oder euer beschränktes Umfeld sehen. Wir müssen bei allem, was wir auch in unserem kleinen Kreis sozusagen tun, müssen wir schon auch die große weite Welt irgendwie im Blick haben. Das wird nicht anders funktionieren. Und wir müssen uns an manchen Stellen vielleicht auch ein bisschen beschränken, damit es allen gut gehen kann auf der Welt. Was Olaf Möller anspricht, bringt mich zum Nachdenken. Seit der Wende hat sich die politische Stimmung im Land verändert. Die Gesellschaft ist gespaltener als früher. Im Dresdner Stadtteil Loschwitz bin ich mit der mehrfach prämierten Buchhändlerin Susanne Dagen verabredet. Die Stadträtin der Freien Wähler sympathisiert mit Pegida und wird dafür heftig kritisiert. Ich will mit ihr darüber reden, warum viele Menschen hier im Osten so enttäuscht und unzufrieden sind. Sie sagen, Sie sind selber eine Konservative. Ja. Sie haben auch mal öffentlich in einem Interview Verständnis zumindest gezeigt für Menschen, die bei Pegida mitlaufen. Sie haben auch öffentlich gesagt, Sie haben die AfD gewählt. Ja. Als das alles öffentlich wurde, welche Auswirkungen hatte das auf Ihr Leben? Naja, also ich sag mal, die Erfahrungen, die ich persönlich gemacht habe in den letzten Jahren, beinhalten eigentlich alles das, worüber wir gelesen haben, wenn wir Literatur über Bürgerrechtler der DDR gelesen haben, wenn wir über sowjetische Verhältnisse gelesen haben. Worauf ich anspiele ist, ich habe Ausgrenzung erlebt, ich habe Boykott erlebt, ich erlebe Denunziation, ich erlebe üble Nachrede und ich erlebe wirklich eine Respektlosigkeit gegenüber dem Andersdenkenden. Im Stadtteil Loschwitz gibt es aber auch etliche, die entsetzt sind von ihren Ansichten. Susanne Dagen lädt zum Beispiel rechte Autoren und Publizisten zu Veranstaltungen ein und erntet dafür von den einen Zuspruch, von den anderen dagegen heftigen Widerspruch. Ein Konflikt, der viele in ihre Nachbarschaft bewegt. Wo würden Sie sich denn politisch verorten? Wahrscheinlich würde ich mich mittlerweile als rechts bezeichnen, ja. Was bedeutet das für Sie, rechts zu sein? Ja, konservativ zu sein. Ne? Also ich glaube auch, dass sich diese Begrifflichkeiten, die wir heute so salopp im Munde führen, auch ein bisschen verändert haben. Wir müssten eigentlich mal wieder gemeinsam über Begriffe sprechen. Was ist eigentlich rechts, was ist links? Da hat es schon Veränderungen gegeben. Ich glaube, Demokratie braucht Balance und da braucht es die linke Seite, die nicht immer unbedingt die gute Seite ist und es braucht auch die rechte Seite, die nicht immer unbedingt die schlechte Seite ist. Nach der Euphorie der Wiedervereinigung folgte ja bei vielen Menschen relativ schnell so eine Ernüchterung. Ne? Arbeitsplätze gingen verloren, Träume zerplatzten. Ist diese Unzufriedenheit, die ja speziell auch hier im Osten in den letzten Jahren schon zu spüren ist, sind das so ein Stück weit auch die Nachwehen der Wende?
Ich glaube, und das habe ich auch andernorts schon gesagt, wenn wir kurz mal über Pegida gesprochen haben, wo es sich ja eigentlich seit 2014 Bahn bricht. Ich glaube, dass dort eben auch viele von meiner Generation mitlaufen, die das für ihre eigenen Eltern tun. Das heißt, die den Erfahrungshorizont ihrer Eltern, nämlich den biografischen Bruch, den sie erfahren haben, zu Wendezeiten, und zwar in jedweder Hinsicht, nicht nur im Hinblick auf den Arbeitsplatz, sondern auch in familiärer Hinsicht, auch im Hinblick darauf, sich die Frage zu stellen, war das wirklich alles falsch, wie wir gelebt haben? Wo sind denn meine Sicherheiten? Gibt es die noch an irgendeiner Stelle? Fragen, die nicht nur in Dresden sehr kontrovers diskutiert werden. Denn für viele war die Wende eine Zäsur, die zu Brüchen in Biografien geführt hat, und jeder ist damit anders umgegangen. Meine nächste Gesprächspartnerin gibt Coachings speziell für Menschen aus dem Osten. Cornelia Stiele arbeitet mit ihren Klienten die Besonderheiten, die Stärken ihrer Ostbiografien heraus, und ich habe mich mit ihr im Schlosspark von Machern verabredet. Hallo. Hallo Frau Stiele, ich grüße Sie. Grüß Sie. Hallo. Mein Name. Hallo. Ja, gehen wir eine Runde im Park, oder? Ja, klar. Mit? Wie haben Sie denn ganz persönlich diese Umwälzungen damals zur Wendezeit erlebt? Also ich habe all das erlebt, was viele Ostdeutsche auch erlebt haben. Viel Arbeitsplatzverlust, mehrfach sich neu erfinden, sich nebenbei weiterbilden, Familie und alles parallel. Welche Träume hatten Sie denn ganz persönlich? Ich hatte keine großen Lebensträume. Mein größter Lebenstraum war, den Kölner Dom eines Tages zu besuchen, und zwar, wenn ich 65 bin. Und für mich war das unfassbar, dass das plötzlich nicht mehr so lange warten brauchte. Und wenn ich heute den Kölner Dom sehe, dann könnte ich heulen. Sie bieten Beratungen speziell für Menschen aus dem Osten an. Warum braucht es das 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch immer? In meiner Zeit, als ich fern des Ostens war, also in meiner Zeit, als ich gependelt bin und im Westen war, habe ich festgestellt, dass wir doch sehr Einzigartiges erlebt haben und dass wir in sehr kurzer Zeit sehr viel erlebt haben und dass das auch die Menschen noch beschäftigt. Woher kommt aus Ihrer Sicht dieses, ja, oftmals auch vielleicht Minderwertigkeitsgefühl vieler Menschen hier im Osten? Die Ostdeutschen oder die Menschen, die in dieser Besatzungszone gelebt haben, haben im Prinzip den Preis für die Reparationsleistung gezahlt. Denen wurde die komplette Wirtschaft demontiert. Und dann 40 Jahre Misswirtschaft noch dazu. Also obwohl die Menschen fleißig waren und sich bemüht haben, hatten sie keine reelle Chance, in einem Land zu leben, wo man nach außen auch in der Staatengemeinschaft stolz drauf sein konnte. Also Ossis wurden schon immer belächelt und die DDR wurde schon immer eigentlich als minderwertiges Land auch von außen betrachtet. Und ich glaube, mit diesem Stigma sind die Menschen im Grunde genommen schon an den Start gegangen. Sie sind 1979 geboren, dort, wo Sie jetzt stehen. Und Sie haben ja gesagt, Wende, da waren Sie noch relativ klein. Ich würde Sie heute bitten, dass wir das einfach mal miteinander auch abschreiten, dass wir das noch mal so ein klein bisschen auch nacherleben. Cornelia Stiele begleitet ihre Klienten als sogenannte systemische Beraterin und wendet sich an Menschen, die sich den Besonderheiten ihrer ostdeutschen Herkunft bewusst werden wollen. Dass da eben doch auch schon so weltpolitisch so ganz viel im Gange war. Ne? Also. Und Sie waren 10 Jahre. Mit welchen Anliegen, mit welchen Problemen vielleicht auch kommen denn die Klienten da besonders häufig zu Ihnen? Also das ist ganz unterschiedlich. Die kommen, weil sie eben möglicherweise selbst feststellen, dass ihre Herkunft sie geprägt hat, vielleicht sogar stärker geprägt hat, als es ihnen manchmal lieb ist, dass sie in ihren Familien Themen haben, über die man nicht sprechen kann. Ja, ich sag mal Stichwort Stasi-Tätigkeiten in der eigenen Familie, in der eigenen Verwandtschaft. Sie haben auch im Zuge Ihrer Beratung sicherlich schon mit vielen Menschen auch über die Jahre direkt nach der Wende gesprochen. Wie haben die Menschen damals diese Zeit erlebt aus Ihrer Sicht? Also nach meinem Empfinden ist wohl die Diskrepanz, die viele erleben zwischen dem, was sie selbst geleistet haben und zwischen dem, wie das so von außen gewürdigt wird, das ist so, glaube ich, das beherrschendste Gefühl, mit dem Menschen kommen. Und ich glaube, da muss man jetzt einfach gucken, dass man da irgendwann mal rausfindet aus diesen Enttäuschungen, aus diesen schwierigen Erfahrungen und dass man
auch nachträglich möglicherweise die Anpassungsleistung von Ostdeutschen noch mal ein bisschen, ja, denen zu einer anderen Würde verhilft einfach. Im Osten geboren zu sein, macht scheinbar immer noch einen Unterschied. Solche Kategorien Ost, West, sind die 30 Jahre nach der Wiedervereinigung tatsächlich immer noch sinnvoll und relevant? Ich glaube schon. Also natürlich nicht als negatives Klischee in irgendeiner Schublade, aber ich glaube, Zukunft braucht Herkunft. Und da ist es egal, ob Sie Ost oder West sagen oder Nord oder Süd. Und da rede ich jetzt weniger von regionaler Prägung, sondern von der Prägung, die mit der Herkunft verbunden ist, von dem gesamten Kontext. Und Ost steht für eine bestimmte Prägung, die uns wahrscheinlich noch ein paar Generationen auch verfolgen wird oder anhängen wird. Von Machern geht es wieder nach Dresden. Hier lerne ich eine ganz andere Wendegeschichte kennen. Im Dresdner Backhaus, wo jetzt schon die Stollenproduktion läuft. Elisabeth Kreuzkamm-Aumüller kam aus Bayern direkt nach der Wende her und hat den alten Familienbetrieb wiederbelebt. Heute steht ihr Betrieb für Integration, denn hier arbeiten Mitarbeiter aus 15 verschiedenen Ländern. Und trotz sommerlicher Temperaturen sind die ersten Stollen schon im Ofen. Da komme ich ja genau richtig. Ich grüße Sie. Hallo. Ja, das sind die ersten dieses Jahr. Die gehen jetzt auf große Reise ins Ausland. Also der Exportschlager, der Dresdner Stollen. Genau. Warum so früh? Warum so früh? Weil sie jetzt aufs Schiff oder ins Flugzeug gehen, dann sicher 4-6 Wochen auf Reisen sind, bis sie verzollt sind. Und dann kommen sie meistens um Thanksgiving rum in die Geschäfte. Die Bäckerei ist einer der ältesten Familienbetriebe Dresdens. Mit einer Unterbrechung allerdings zu DDR-Zeiten. Denn nach dem Krieg wurde die Bäckerei in München weitergeführt. Aber gleich nach der Wiedervereinigung 1991 kehrte die Familie nach Dresden zurück und eröffnete hier wieder ein Café. Mit welchen Vorstellungen, vielleicht ja auch sogar Träumen, sind Sie damals hier Richtung Osten aufgebrochen? Mein Urgroßvater hat hier 1825 angefangen und mein Vater hat 1975 in der Chronik zur 150-jährigen Familiengeschichte geschrieben, vielleicht übernimmt ja eine meiner Töchter mal das Familienerbe. Klammer auf, den Sohn hätte ich mir lieber gewünscht, Klammer zu. Und ich denke, das ist das, was mich wirklich auch antreibt und stolz macht. Viele Menschen hier im Osten haben ja die Wiedervereinigung so erlebt, dass ihnen ein anderes System aufgedrückt wurde. Ich sag's mal ganz überspitzt, da kam der Wessi und hat den Menschen im Osten erklärt, wie es zu funktionieren hat. Was konnten Sie denn als Frau aus dem Westen von den Menschen hier im Osten lernen? Also was ich super finde hier im Osten, ist das Thema Kinderbetreuung. Ich habe in meinen 25 Jahren hier 4 Kinder bekommen. Und allein die Lösung oder die Möglichkeit mit einem halben Jahr und nicht komisch angeguckt zu werden, wenn man sagt, man gibt das Kind in eine Krippe. Also das ist einer Westfrau völlig fremd. Und wenn man eben dann mit 2 die Kinder in den Kindergarten geben kann, obwohl sie noch Windeln tragen, das ist im Westen undenkbar. Und dass man sie bis abends bleiben oder zumindest bis 5 im Kindergarten lassen kann, das war für mich, sonst hätte ich es gar nicht machen können. Sie wurden mit dem Dresdner Integrationspreis ausgezeichnet, weil Sie so viele Menschen aus so unterschiedlichen Nationen beschäftigen. Mhm. Dabei mussten Sie sich ja selbst vor 25 Jahren ungefähr erst mal selbst integrieren. Also das ist ja mein Lieblingsspruch auf die Frage, warum klappt das bei dir, wenn es bei anderen nicht klappt? Und dann sage ich ja, das liegt daran, dass meine Mitarbeiter schon mit mir einen Migrationsfall hatten und ich ja auch einen Migrationshintergrund habe, aus Bayern kommend. Der Kollegenkreis war nicht so ganz beglückt. Also die haben mir sehr deutlich zu verstehen gegeben, inklusive des Wirtschaftsbürgermeisters, dass hier niemand auf mich gewartet hat und dass eigentlich alle dankbar wären, wenn ich wieder gehe. Aber mei, wie so sture Frauen so sind, habe ich es dann doch durchgehalten. Die Anfangszeit war hart. Die war wirklich hart. Und ich glaube auch respektive, ich glaube nach selbst über 25 Jahren hier ist immer noch ein Unterschied zwischen Ost und West zu spüren. Irgendwann macht man dann die Erfahrung, ich werde nie ein Ossi werden. Das ist eben so, ich habe eine andere Vita und damit lebe ich sehr bequem für meinen Teil. Sie beschäftigen Menschen aus 15 verschiedenen Nationen, glaube ich. Wie erleben Sie diese Zusammenarbeit in so einer bunten Truppe? Unkompliziert, absolut unkompliziert. Hier in Dresden klappt es wunderbar. Wir haben eine bunte Mischung, man ruckelt sich zurecht. Natürlich bei dem einen oder anderen ist das Thema, ich habe eine Frau als Chefin, anfänglich ein Thema gewesen, aber die müssen durchaus auch mal damit leben, dass ich sie in den Arm nehme und ihnen Knutsch gebe und dann funktioniert das auch. Was würden Sie sich denn für die kommenden 25 Jahre wünschen? Also ich würde mir wirklich wünschen, dass das Thema Toleranz und Offenheit hier nochmal eine andere,
andere Preisklasse kriegen. Also wenn ich meinen kleinen Kosmos hier betrachte, dann funktioniert es eben. Warum? Weil wir miteinander reden, weil wir miteinander feiern, arbeiten, Sorgen und Freuden teilen. Und ja, ich denke, da muss einfach viel passieren. Frischer Stollen. Ich glaube, zum letzten Mal habe ich als Kind gebacken. Trotzdem darf ich heute nicht nur naschen, sondern selbst Hand anlegen und übernehme das große Stollen-Finale. Tada! So, Herr Böttcher, ich gratuliere zum ersten Dresdner Stollenbacken. Dankeschön. Und darf Ihnen gerne eines Ihrer Exemplare mitgeben. War ein bisschen holprig, ja. Bitte dran denken, in der Mitte anschneiden, nie von außen, sonst trocknet er aus. Okay. Also in der Mitte und dann wieder zusammenschieben, dann bleibt er lange frisch und trocken. Wieder was gelernt, aber ich kann Ihnen nicht versprechen, dass er lange hält. Vielen Dank. Das soll er auch nicht. Dankeschön. Dankeschön. Alles Gute Ihnen. Auf bald. Danke. Von Dresden geht's Richtung Westen, diesmal mit der Eisenbahn in den Harz. Durch den Nebel auf über 1000 Meter Höhe. Jahrzehntelang war der Brocken für die meisten Menschen so unerreichbar wie der Mount Everest. Direkt durch den Harz verlief die Grenze. Das hier oben war alles militärisches Sperrgebiet. Aber schon kurz nach dem Fall der Mauer kamen die ersten Gäste wieder auf den Berg. Und daran hatte auch Familie Steinhoff ihren Anteil mit ihrem Brockenwirt. Die Gastronomen sind seit fast 30 Jahren eine Institution auf dem Berg. Ihre Erbsensuppe legendär. Ein Familienbetrieb, bei dem jeder anpackt. Servus! Morgen! Mir knurrt der Magen, habt ihr was zu essen für mich? Voll rein! Mit der Erbsensuppe hier hat praktisch alles angefangen. Die haben Sie, ich glaube, im Februar 1990 schon das erste Mal hier oben ausgeschenkt. Was war das für ein Gefühl damals? Ja, es war erstmal, man wüsste nicht, was auf einen drauf zukommt. Ne? Was passiert mit dem Brocken? Kommen die Touristen nicht? Und dass der Brocken so ein Tourismusmagnet wird, konnte damals 1990 keiner ahnen. Aber es waren viele Touristen und man müsste in größeren Kapazitäten versuchen, diese vielen Touristen zu versorgen. Ja, also es war schon zum Anfang ein gewisses Risiko, weil man nicht wusste, was kommt auf einen drauf zu. Aber es ist aufgegangen. Sie schenken diese Suppe jetzt hier praktisch seit 30 Jahren schon aus. Ist die Arbeit als Gastronom heute einfacher oder eher schwieriger geworden im Vergleich zu vor 30 Jahren? Was natürlich das größte Problem ist, ist Personal. Fachkräfte zu finden oder überhaupt Personal zu finden, die den Job machen wollen. Und der demografische Wandel hat das dazu getan. Und deswegen bin ich eigentlich auch stolz, dass mein Sohn doch noch gesagt hat, Papa, ich komme zu euch, stell mich ein. Und das ist eben das Schöne. Lukas, war das für Sie von vornherein klar, dass Sie auch mal in diesen Betrieb hier einsteigen werden? Oder gab es da auch Zweifel mal? Also Zweifel nicht. Ich war als kleines Kind immer schon mit oben hier bei meiner Oma. Hab dann halt, was man als kleines Kind macht, ein bisschen mit in der Küche rum oder hochgelaufen zum Turm, zum Vater. Ja, aber Ausbildung habe ich erstmal woanders gemacht, hab Schlosser Schweißer gelernt und dann nach 2 Jahren habe ich dann gesagt, komm Papa, Leute werden immer gebraucht und ich denke, das wird. Den Brocken besuchen jedes Jahr rund 600.000 Menschen und zwar bei Wind und Wetter. Doch vor 1989 durfte hier so gut wie niemand hoch. Daniel Steinhoff zeigt mir sein Hotel. Ein Gebäude, in dem er schon vor der Wende gearbeitet hat. Allerdings nicht als Gastronom, sondern als Nachrichtentechniker für die Post. Er wuchs in Schirke auf, am Fuße des Berges. Und schon damals, als junger Mann, hat er mit einer gewissen Sehnsucht rübergeschaut. Auf die andere Seite der Grenze. Sie wohnen schon ihr Leben lang in Schirke, das war damals Sperrgebiet. Sie haben hier auf dem Brocken gearbeitet als Fernmelder, Sperrgebiet. Wie muss ich mir das Leben in einem militärischen Sperrgebiet vorstellen? In Schirke war touristisch damals schon, sage ich mal, ein Ausflugsort, aber es durften eben nur Gäste rein, die einen Passierschein hatten. Also wir hatten so um die 1200 Gäste in der Saison und aber wie gesagt, die Gäste durften nur mit einem Passierschein rein, also sie mussten schon treu der DDR sein und ja gut, man selber konnte man keinen Besuch so empfangen, mir nichts, dir nichts. Es musste für den Besuch dann eben auch bis Verwandtschaft dritten Grades ein Passierschein beantragt werden. Dann musste man darauf warten, wurde er genehmigt, wurde er nicht genehmigt. Aber ansonsten, sage ich mal, hatten wir auch alles da zum Leben und zu machen. Es war eben, wir wurden beobachtet, man konnte nicht irgendwie die Kuh fliegen lassen oder so weiter. Ne, wir waren eben, das Militär war im Ort, die Staatssicherheit war im Ort und man konnte eben kein Halligalli machen. Mit welcher Sehnsucht hat man damals hier vom Brocken aus
auf die westliche Seite des Harzes geblickt. Ja, da möchte man gerne mal hin. Ne? Also von meinen Elterns Haus aus konnten wir immer zum Wurmberg gucken. Ne? Und der Wurmberg hatte damals noch eine Skisprungschanze und bei gutem Wetter und bei guter Sicht konnte man eben die Skispringer mit dem Fernglas beobachten da oben. Und das war schon eine riesen Sehnsucht, da mal drüben zu stehen und mal selber auf sein Heimatort zu gucken oder mal auf den Brocken von der anderen Seite den mal zu sehen. Das war schon wahnsinnig. Ne? Also man hat damit zwar gelebt, dass man man hat sich nie vorstellen können, dass es überhaupt mal passiert. Wann haben Sie sich diesen Wunsch, diesen Traum erfüllt? Das war gleich im November 1989. Ich bin wiedergekommen aus Berlin von der Lehre und dann sind wir gleich das Wochenende mit Kumpels rüber nach Braunlage zu Fuß. Es war fantastisches Winterwetter. Wir sind da hochgelaufen und konnten dann endlich mal rüber gucken. Und man sah ja auch das Elternhaus von mir und den Ort, wie er da so lag. Ne? Und das war eigentlich ein Glücksgefühl, was man hätte sich nie träumen lassen. Die Steinhoffs führen nun die jahrhundertealte Tradition des Brockenwirts fort, versorgen hier oben hungrige Wanderer, Radfahrer und Tagestouristen und sind mit fast 30 Jahren inzwischen die Brockenwirte, die am längsten im Geschäft sind. Ein Wendetraum von olympischem Ausmaß. Heike Drechsler und ihr Sprung zu Gold bei der Olympiade 1992 in Barcelona. 7,14 Meter, Olympiasieg. Heike Drechsler war schon in der DDR eine gefeierte Leichtathletin. 1989 war dann für sie in mehrfacher Hinsicht ein wichtiges Jahr. Ihr Sohn wurde geboren, sie musste sich als DDR-Sportlerin neu beweisen und sie hat sich durchgesetzt. Die Wende gab ihrer Karriere sogar noch einen Extraschub. Wir haben uns im Tierpark von Gera verabredet. Was ist denn das für ein Ort hier für Sie, Frau Drechsler? Was hat das für eine Bedeutung für dieser Tierpark? Also die Wege kenne ich hier und die sind noch immer noch so da. Also gerade, man sieht ja hier vorne diesen normalen Fußweg, wo man zum Tierpark reingeht. Und der Baumbestand, der war damals schon gewaltig. Und diese Pioniereisenbahn, für mich ist es Pioniereisenbahn, hat ja auch noch die Fahrt. Genau, das Pionierfahrt. Genau, ich bin froh, dass sie noch existiert. Da haben wir unser Taschengeld gespart, damit wir wirklich dann hier mit dieser Eisenbahn fahren durften. Die Jahre nach der Wiedervereinigung 1991-92 waren der Höhepunkt ihrer sportlichen Karriere. Gekrönt mit eben jener Goldmedaille bei den Olympischen Spielen in Barcelona. Was waren denn damals Ihre persönlichen Träume, als klar wurde, dass aus zwei Staaten ein vereintes Deutschland wird? Natürlich wollte ich auch meinen Platz irgendwie neu bestimmen und musste mir den auch hart erarbeiten. Und ich habe mich in der Zeit für den Sport entschieden. Wenn es die Wendezeit nicht gegeben hätte, dann wäre ich sicherlich irgendwo Grundschullehrer. Inwiefern mussten Sie sich damals als Sportlerin aus der ehemaligen DDR besonders beweisen? Ja, ich denke mal, man hat ja so diesen Stempel auch, ne? Ob das im Sport oder anders, man war halt ein Ossi. und natürlich, klar, die Mauer war da und der Westen wusste nicht, wie wir funktionierten und der Osten umgekehrt auch nicht. Und das war natürlich, es prallten auch zwei Welten zusammen. Dann kam das Jahr 92, Ihr bis dahin größter Erfolg, die erste von zwei Olympia-Goldmedaillen. Was bedeutete dieser Erfolg für Sie persönlich, aber auch für das Image vielleicht Ihrer Sportkollegen aus der ehemaligen DDR? Man hat ja nach der Wende fast für sich selbst auch gekämpft. Man hatte natürlich sein Umfeld, sein Team, aber man stand natürlich auf dem Platz alleine mit all den Fragen, die man beantworten musste. Und das war nicht einfach. Aber ich wollte Gold. Und als dann das Gold kam, da war ich natürlich überglücklich. Aber es hatte natürlich auch diese politische Kraft auch ein bisschen für mich gehabt, so diese Wendezeit, jetzt ist die Ossi-Dame immer noch da, ne? Die wollten wir doch schon lange weg haben. Und ich habe es halt auch manchen Journalisten auch gezeigt, in der Zeit war das halt schon, die mich am liebsten hätten in der Versenkung, in der Schublade verschwinden lassen. Und ich war halt immer noch da und habe immer noch Leistung gebracht. Und es war, unter den Athleten war es super. Gab es auch Wünsche, die vielleicht nicht in Erfüllung gegangen sind, Träume, die zerplatzt sind? Ja, gibt es natürlich immer. Ja, ich wäre auch gerne, sagen wir mal, mein Lehrerberuf, wäre ich auch gerne reingekommen. Aber die Umstände, das Leben hat es dann jetzt so gestaltet, ist auch okay. Für mich ist nur wichtig, ich bin nicht immer im Büro, ich bin viel draußen und versuche natürlich ganz viel meine Erfahrungen jetzt weiterzugeben und das macht mich glücklich.
Nach 27 Jahren als aktive Leistungssportlerin ist Heike Drechsler dem Sport treu geblieben. Sie arbeitet nun als Gesundheitsbotschafterin einer Krankenkasse und begleitet Sportveranstaltungen. Wie jedes Jahr auch das Sportfest der Gera Grundschulen. Nicht jeder einzeln, ihr müsst halt zusammenarbeiten alle. Ich bin auf dem Weg zu meiner letzten Station dieser Reise. Ich habe eine Verabredung mit einem Mann, für den die Wendezeit Goldgräberstimmung bedeutete. Und das weit im Osten der Republik, in der Lausitz. Vor 30 Jahren haben sich hier noch Braunkohlebagger durch die Erde gefressen. Doch nach der Wiedervereinigung brachen Teile der Kohleindustrie weg, Kraftwerke mussten schließen, tausende Arbeitsplätze gingen verloren. Aber das Ende der Kohle hatte auch positive Auswirkungen auf diese Region. Aus ehemaligen Tagebaulöchern wurden zum Beispiel wunderbare Naherholungsgebiete, wie etwa hier, der Berzdorfer See bei Görlitz. Und dass es dieses Wasserparadies heute gibt, das geht auch auf das Konto von Lothar Schömann. In der DDR hatte er als Planungsingenieur bei den Wasserwerken gearbeitet. Nach der Wiedervereinigung gründete er dann sofort sein eigenes Planungsbüro. Und auch wenn er inzwischen im Ruhestand ist, erkundigt er sich noch heute gern über laufende Projekte. Und hier an seiner alten Wirkungsstätte treffen wir uns. Sie haben damals direkt nach der Wende eigentlich ein Unternehmen gegründet, sind sozusagen Macher der ersten Stunde, kann man sagen. Wie lief das damals ab? Mein Chef hatte auch Bedenken und sagte, man müsste sich jetzt mal mit bestimmten Dingen befassen, wie das eigentlich weitergehen könnte. Und da ist es am besten, wir gucken uns das mal an, wie das im Westen läuft. So, und das war eigentlich der Ausgangspunkt. Und ja, ich gesagt, gut, dann fahre ich mal nach dem Westen und gucke mir das einfach mal an. Und das Tolle war, das war irgendwie eine ganz tolle Willkommensstimmung. Gab es keine Vorbehalte da? Ja, es gab keine Vorbehalte. Die haben über Dinge geredet, wo sie sonst mit keinen reden. Ich war ja noch keine Konkurrenz sozusagen. Und dort kam für mich die Idee, zu sagen, also was die gemacht haben, könntest du eigentlich auch. Und da ist dieser Prozess in mir gereift, so eine Firma zu gründen, aber mit einer kleinen Größe der Firma. Nachdem Lothar Schömann vor 7 Jahren in Rente ging, machte er den Segelschein und kaufte ein Boot. Damit segelt er, gemeinsam mit seinen Enkeln, regelmäßig hier auf dem Berzdorfer See. Ein Naherholungsgebiet, das er zum Teil selbst miterschaffen hat, mit seinem Planungsbüro. Heute erinnert in diesem Wasserparadies kaum noch etwas daran, dass hier einst Braunkohlebagger das Sagen hatten. Wie sah das eigentlich damals vor, ich sag mal, 30 Jahren, wie sah das damals hier aus? Ja, vor 30 Jahren war das noch ein Tagebau und damit war das ein Loch, riesengroß, tief, stank und macht einen höllischen Lärm. Inwiefern ist dann auch so ein Naherholungsgebiet wie dieser See hier ein Stück weit auch eine Errungenschaft der Wiedervereinigung? Ja, so würde ich sehen. Also das ist für mich eine Sache, die wir in der Form und in der Zeit nicht bekommen. Also das ist so eine gewaltige Leistung, die hier vollbracht wurde. Ne? Das heißt, Sie haben sich eigentlich nach der Wiedervereinigung vielleicht mehrere Träume erfüllen können. Sie haben sich eine eigene Firma gründen können, Sie haben einen Segelschein gemacht. Ja. Würden Sie sich selber als Wendegewinner bezeichnen? Ja, also ich war jetzt nicht ein Trauerkloß zu DDR-Zeiten, das kann man auch nicht sagen. Also, aber die Wende hat für mich Dinge geöffnet, Türen geöffnet, die ich zwar vom Film her kannte, aber wo ich nie dachte, dass ich durch diese Tür mal gehen kann. So habe ich das erlebt und empfunden. Ich mache jetzt die Tür auf. Und jetzt ist alles ganz anders. Jetzt kannst du alles machen, was du willst. Du musst einfach gesund und die Kraft haben. Und meine Frau muss natürlich mitziehen. Das war eine ganz wichtige Sache. Lothar Schömann hat seine Chance genutzt. Eine Erfolgsgeschichte, wie sie im Buche steht. 30 Jahre ist die Wende nun her. Eine Zeit, in der jeder ganz persönliche Erfahrungen gemacht hat. Und in der ein oder andere sicher auch Enttäuschungen verkraften musste. Aber die meisten Menschen, die ich auf meiner Reise kennengelernt habe, konnten sich zumindest einige ihrer Träume erfüllen. Und was ich immer wieder gehört habe, 30 Jahre Wende sind vor allem 30 Jahre Freiheit. Die Freiheit, überall hinreisen zu können, die Freiheit, so ziemlich alles sagen zu können und die Freiheit, Träume zu haben und zumindest versuchen zu können, sich diese Träume auch tatsächlich zu erfüllen.